Wahl 13, noch knapp 80 Tage. Zu Gast ist heute Stefan Liebig von der Linkspartei. Er kandidiert in Pankow. Was fragen die Leute Sie auf der Straße? Was bewegt Sie? Das wirklich alles überlagernde Thema in Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee ist die Mietenfrage. Die Menschen erleben insbesondere im Prenzlauer Berg, dass es kaum noch bezahlbare Wohnungen gibt, dass sich die Umgebung massiv verändert. Und ich glaube, die Leute sind aufgeschlossen für Veränderungen. Die wollen nicht alles behalten, was immer war. Aber sie wollen eine Chance haben, auch in der Mitte der Stadt bezahlbare Wohnungen zu finden. Und das ist im Moment ein Thema, was allen ziemlich auf der Seele liegt. Und da sage ich natürlich, was wir als Partei Die Linke im Bundestag fordern, sage aber leider auch, dass die Mehrheiten im Deutschen Bundestag das anders sehen. Was fordern Sie denn? Wie kann man denn das verändern? Wir sagen, dass man die Entwicklung auf dem Mietenmarkt nicht alleine den Gesetzen des Marktes überlassen kann. Dann wird es nämlich so kommen, dass in den schicken Gründerzeitwohnungen, die renoviert wurden, nur noch reiche Menschen aus anderswo leben und diejenigen, die dort seit vielen Jahrzehnten gelebt haben, keine Chance mehr haben. Das heißt, es muss Mietobergrenzen geben. Es muss auch eine stärkere Möglichkeit des Staates geben, Dinge zu verhindern. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Am Wasserturm im schönsten Kollwitzplatz-Kiez gibt es drei Häuser, die von einer Wohnungsgenossenschaft in den 60er Jahren errichtet wurden. Dort wohnen Leute, die zum Teil seit Anfang an dort wohnen. Nun gibt es einen neuen Eigentümer, der will renovierte, benutzbare, bezahlbare Wohnungen abreißen, vorne einen schicken Riegel mit neuen Wohnungen hinbauen, oben Dachgeschosse raufbauen, unten eine Tiefgarage, dazu Bäume abreißen. Das ist alles 20 eine ganz Quadratmeter Miete. Alles, genau, also alles ganz schrecklich. Diejenigen, die dort wohnen, werden sich die Wohnung nicht mehr leisten können. Ich finde, hier muss der Staat das Recht haben zu sagen, Freunde, stopp. Das machen wir so nicht mit. Und da gibt es Parteien, die sagen, das regelt der Markt. Dumme Frage von mir. Bitte. Kann das nicht die Bauordnung, kann das nicht der Bezirk und sagt, pass mal auf, wir erteilen diese Baugenehmigung nicht? Leider nicht. Weil die Interessen der Allgemeinheit größer sind? Leider nicht. Muss das nicht abgewogen werden? Wir haben eine Veränderung des Mietrechts gerade erst im Deutschen Bundestag beschlossen. Das heißt, wir nicht. Wir haben dagegen gestimmt. Ja. Wollte ich gerade sagen. Die Rechte der Vermieter stärkt und nicht die Rechte der Mieter. Die Rechte des Eigentümers stärkt und nicht die Rechte der Kommune und Allgemeinheit. Das heißt, selbst wenn große Mehrheiten im Bezirk sagen, wir wollen das nicht, kann der Eigentümer auf seine Rechte pochen. Und das finde ich genau falsch. Ich finde, es gibt Punkte, wo der Markt wegen mir alles entscheiden soll. Aber es gibt auch Punkte, wo er Grenzen bekommen muss. Und das ist so ein Punkt. Ja, aber kann man dagegen denn nicht Klage führen? Sie als Partei und sagt, Eigentum verpflichtet, Artikel 14 Grundgesetz. Wir haben eine Bauordnung. Ja. Wir können nicht einfach Gesetze machen, die dem alle widersprechen. Leider. Kann man nicht als Linkspartei politisch dagegen angehen, nicht durch Worte, sondern indem man einen Rechtsanwalt beauftragt und sagt, pass mal auf, prüft das doch mal. Der Rechtsanwalt wird zu dem Ergebnis kommen, dass die Gesetze, die wir in der Bundesrepublik Deutschland haben, eingehalten werden. Und das Problem ist, dass die Gesetze geändert werden müssen. Ja. Und dazu haben wir auch Anträge im Bundestag gestellt, die sind nur reihenweise abgelehnt worden. Der Bundesbauminister Herr Ramsauer von der CSU aus Bayern hat kürzlich gesagt, Wohnen in Deutschland ist Premium-Wohnen. Da bedankt sich die alte Dame, die seit den 60er Jahren am Kollwitzplatz wohnt und jetzt wegziehen muss. Für sie ist das kein Premium-Wohnen, das ist eine ganz falsche Politik. Und das ist wirklich das Top-Thema bei mir im Prenzlauer Berg. Darum müssen wir uns kümmern. Aber nochmal, wie sieht das praktisch aus? Die alte Dame, zu der Sie jetzt kommen, der erzählen Sie das jetzt auch und sagen, wir müssen das ändern. Wir können es aber nicht ändern. Die gibt Ihnen nicht die Stimme. Die sagt, wenn der Abgeordnete Liebig mir sagt, er kann es nicht ändern, weil wir die Mehrheit nicht haben, ja, warum soll ich den wählen? Naja, das Argument, dass je weniger wir Stimmen bekommen, desto schwächer wird unsere Position im Parlament und je mehr Stimmen wir bekommen, desto stärker wird sie hilft. Aber in Praxis sieht die Welt ja anders aus. Das heißt, die Leute bewegt es nur, was passiert jetzt wirklich praktisch, damit ich in meiner Wohnung, sprechen wir von der alten Dame, in der Genossenschaft bleiben kann. Kann es denn nicht im Bundestag so eine Front geben? Da können Sie doch mit der SPD zusammenarbeiten. Ja, die SPD hat leider hier im Land Berlin, wo sie ja regiert, mit der CDU die Vereinbarung getroffen, dass sie dieses Mietrechtsgesetz eben nicht stoppt. Was aber Sie waren 10 Jahre ja zusammen mit der SPD. Was haben Sie denn da gemacht? Da lief auch einiges anders. Also wir haben in Berlin zum Beispiel hier uns auf eine Gemeinschaftsschule verständigt für irgendwie 10 Jahre gemeinsames Lernen. Aber nicht bei den Mieten. Ich spreche von den Mieten. Bei den Mieten sprechen Sie einen wunden Punkt an. Wir haben damals mit der Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer ganz, ganz viele Diskussionen gehabt, wo wir gesagt haben, die Lage in Berlin auf dem Mietenmarkt verändert sich.
sich dramatisch. Mhm. Und da kam immer die Antwort, es ist doch gut, wenn wir hier steigende Mieten haben. Das ist ja ein Ausweis für die erfolgreiche Stadt. Wir konnten uns damals leider nicht durchsetzen. Wir haben dafür auch eine Quittung kassiert. Also bei den letzten Abgeordnetenhauswahlen, wo wir das Mietenthema selbst angesprochen haben, haben uns die Leute gesagt, na, hättet ihr ja machen können, so wie sie das jetzt auch sagen. Dann zu erklären, dass das in Koalitionen schwierig ist, der größere Koalitionspartner dabei nicht mitmacht, das wollen die Leute nicht hören, sondern das Ergebnis. Und da haben wir jetzt natürlich auch Lehrgeld gezahlt und sagen aber auch ganz klar, was wir künftig anders machen wollen. Wir brauchen mehr öffentliches Wohnen, wir brauchen staatliche Wohnungsbaugesellschaften, wir brauchen Genossenschaften und wir müssen Gesetze machen, die dem freien Markt dort Grenzen setzen. Wenn ich so Ihre Kollegen höre aus der SPD und CDU, die auf Ihrem Stuhl auch gesessen haben, die sagen alle dasselbe. Das heißt, danach müsste es doch eigentlich ab 23. September wunderbar im Bundestag zugehen und man ändert alle diese Gesetze. Das Problem, der Vermieter zahlt die Maklerprovision, wir bauen Sozialwohnungen. Ja, ich weiß nicht, was die Kollegen hier erzählen, aber ich sehe, was sie im Deutschen Bundestag tun. Und als das Mietrechtsänderungsgesetz beschlossen wurde, haben CDU und FDP nicht die Rechte der Mieter gestärkt, sondern die Rechte der Mieter geschwächt. Und die SPD und die CDU hier im Land Berlin haben das im Bundesrat durchlaufen lassen. Und das ist das, was sie machen. Ja. Keine Ahnung, was sie Ein erzählen. Ein weiteres Argument dafür, dass Sie gerne in die Regierung möchten. Mein Reden. Um das zu ändern. Ja. Kollwitzplatz ist ja so ein Brennpunkt. Mhm. Ja, Sie sind da mittendrin. Mhm. Was ist die zweite Frage, die die Bürger Ihnen stellen, wenn Sie auf der Straße mit Ihrem Stand stehen? Wir haben ja einen Bezirk, der sehr schön ist. Viele, viele Menschen kommen nach Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. Wir haben die meisten Zuzüge in ganz Fruchtbarster Berlin. Fruchtbarster Bezirk Deutschlands, habe ich gelesen. Die meisten Kinder werden bei uns geboren. Das ist alles eine schöne Sache. Das freut mich. Nur, es hat eine Kehrseite. Leben bedeutet nicht nur Wohnen. Man braucht Seniorenfreizeitstätten, man braucht Jugendeinrichtungen, man braucht Kitas, man braucht Schulen. Und da knirscht und knackt es an allen Ecken und Enden. Wenn man sich dann anschaut, dass die rot-grüne Bezirksregierung in Pankow entscheidet, Seniorenfreizeitstätten zu schließen, dann kann ich es gut verstehen, wenn die Alten vor Ort, wie sie es getan haben, ihre eigene Freizeitstätte besetzen. In der Stillen Straße sind 70- und 80-jährige ältere Herrschaften aufgestanden, haben gesagt, wir bleiben hier jede Nacht, diese Seniorenfreizeitstätte wird uns nicht weggenommen. Und das war ein dolles Ding, weil es war erfolgreich. Mhm. Es gibt immer diesen traurigen Spruch, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Dieses Beispiel zeigt, wer kämpft, kann auch gewinnen. Und das fand ich sehr gut. Aber wenn das so ist, braucht es ja eine Wirtschaftskraft, um Kitas zu bauen, die Seniorenheime zu unterhalten. Gibt es denn genug auch Wirtschaftszulauf? Wir haben Zulauf von jungen Menschen, die alle dort wohnen möchten. Die gute Nachricht ist, die Wirtschaft in Berlin wächst. Bevor die rot-rote Regierung begann, und ich will das jetzt nicht alleine unserer segensreichen Tätigkeit zuschreiben, aber zeitlich stimmt es, bevor die rot-rote Regierung begann. Da gab es noch einen Wirtschaftssenator Gysi, nicht? Davor gab es noch einen Wirtschaftssenator Elmar Piroth von der CDU. Mhm. Die Älteren werden sich erinnern. Damals ging es leider abwärts mit Berlin. Seit Gysi, ganz kurz, und Harald Wolff für 10 Jahre Wirtschaftssenatoren hier in Berlin waren und unsere Koalition aus SPD und PDS, später Linkspartei, gearbeitet hat, ging es voran. Wir haben vor allen Dingen im Tourismus riesige Zuwächse und wir haben nach wie vor Wirtschaftswachstum. Das heißt, es wäre schön dumm, wenn wir jetzt am anderen Ende, also an der Lebensfähigkeit unserer Stadt, kürzen und sparen. Wir haben Wirtschaftswachstum, wir können investieren und wir müssen jetzt nicht nur kurzfristig auf die schwarze Null am Ende des Haushalts schauen, sondern wir müssen genau in diese Zukunft investieren. Weil wenn die Leute hierher kommen, dann wollen sie nicht nur preiswerte Mieten, sondern wollen sie auch vernünftige Schulen, Kitas und Freizeitessen. Sie sind wirklich in der Linkspartei, nicht? Natürlich. Aber Vermögensteuer wollen Sie einführen? Wir sind auf jeden Fall dafür, und da betone ich jetzt mal die andere Seite, dass der Robin Hood wieder in der deutschen Politik mehr zum Tragen kommt. Wir müssen es den Reichen nehmen und den Armen geben. Und zwar nicht wie früher mit Pfeil und Bogen, sondern mit Steuerpolitik. Es ist doch absurd, dass die Vermögensteuer abgeschafft wurde, dass die Besserverdienenden finanziell entlastet wurden und auf der anderen Seite Sozialleistungen gekürzt werden. Das wollen wir nicht. Aber erinnern Sie sich daran, die Vermögensteuer hat das Verfassungsgericht abgeschafft. Ja, aber sie hat nicht gesagt, dass eine Vermögensteuer an sich nicht zulässig wäre. Sie hat die damalige Vermögensteuer abgelehnt, aber es ist auf jeden Fall erlaubt, eine Vermögensteuer einzuführen. Und das wollen wir auch und wir finden das auch wirklich richtig. Und bei uns muss übrigens keine Angst haben, um das mal an Zahlen festzumachen, weil die CDU sagt ja immer, oh Gott, wenn die Linken kommen, dann nehmen sie euch das ganze Geld weg. Wer unter 6.000 Euro im Monat Geld verdient bzw. bekommt, der wird von uns nicht belastet, der wird sogar entlastet. Wer über 6.000 Euro bekommt, der muss sich ein bisschen Gedanken machen. Aber ich frage mal,
Wer ist das denn? Da liegen Sie noch besser als die Grünen mit Ihren Vorschlägen. Nicht? Da fängt das bei 64.000 im Jahr an, geteilt durch 12, dann bin ich unter 6.000. Wir entlasten stärker als die Grünen, aber das hat auch eine Kehrseite, weil wir schlagen ja auch viele Dinge vor, die eine Menge Geld kosten. Wer über 200.000 Euro im Jahr verdient, der wird bei uns richtig hart rangenommen. Da muss ich nicht drum rumreden. Da wird ordentlich besteuert. Wir wollen den Spitzensteuersatz von 53%. Gab es bei Helmut Kohl schon mal, wollen wir wieder haben. Und wir wollen auch eine Millionärssteuer einführen. Nicht alle Millionäre finden das übrigens schlimm. Es gibt auch richtig reiche Menschen, die sagen, ja, wir finden auch, dass wir mehr beitragen könnten. Und insofern setzen wir auf diese Millionäre, die uns wählen, und die anderen. Also da weiß ich jetzt, dass Sie Mitglied der Linkspartei sind, bei den anderen Vorschlägen. Das könnten Sie auch teilen mit den anderen Parteien. Die machen es nur nicht. Und soziale Gerechtigkeit haben inzwischen alle abgeschrieben. Ich weiß nicht, wer von wem. Jedenfalls steht es in allen Parteiprogrammen. Können Sie das ganz schnell definieren, was das ist? Ich habe immer damit Probleme. Naja, wir wollen, dass jeder die gleichen Chancen hat, in unserem Land zu leben und voranzukommen. Und wir glauben, dass es ganz vielen Leuten sehr schwer gemacht wird. Wenn Sie sich mal anschauen, dass die Aufstiegschancen von Kindern, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, in Deutschland viel, viel geringer sind als in anderen Ländern auf der Erde, dann liegt das an unserem Schulsystem. Soziale Gerechtigkeit ist auch, dass jemand, der aus einem sozial benachteiligten Haushalt kommt, die gleiche Chance hat, Abitur zu machen und zu studieren wie andere. Und das ist in unserem Schulsystem leider so nicht, weil wir es zu stark gliedern und weil wir nicht die Klügsten aussieben, sondern wir sieben diejenigen aus, die aus reichen Elternhäusern kommen. Und das ist nicht richtig. Da wollen wir was ändern. Ist das in Pankow auch so? Pankow ist ja nun, wie wir gesagt haben, der fruchtbarste Bezirk. Sie haben die meisten Kinder. Pankow ist ein sehr unterschiedlicher Bezirk. Wenn Sie nach Berlin-Buch gehen, dort sind die alten Plattenbauten aus DDR-Zeiten, dort wohnen auch viele sozial Benachteiligte. Dann haben wir den Kollwitzplatz mit Menschen aus aller Herren Länder, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Schwaben, wie der Kollege Thierse zu Unrecht kritisiert. Ich freue mich auch über Schwaben, aber es ist sehr unterschiedlich. Und es gibt Teile in meinem Bezirk, wo man mehr tun muss, wo man richtig investieren muss, wo es auch schwierig ist, wo wir auch auf Gemeinschaftsschulen setzen müssen, dass Leute wirklich von der ersten Klasse bis zum Abitur zusammen zur Schule gehen können. Und es gibt Teile, wo Leute sagen, naja, hier ist jeder seines Glückes Schmied. Fragen, die Sie jetzt noch haben, die stellen Sie dem Kandidaten der Linkspartei, Stefan Liebig, auf der Straße. Er kandidiert im Bezirk Pankow und hat 2009 diesen Bezirk vor Wolfgang Thierse direkt gewonnen. Und das wollen Sie jetzt am 22. September wiederholen. Ja. Und dann schauen wir mal, was wird. Ihre Kernaussage heute war, Sie setzen auf Schwarz, Rot, nein, Rot, Grün, Rot. Das wäre mir das Allerliebste, wenn wir das schaffen. Dazu muss die SPD sich aber für eine neue Position entscheiden. Das ist Ihr Favorit. Und das Ergebnis, schnell geschätzt für Sie? Ich denke, ein Viertel der Stimmen sollte ich schon bekommen. Ein Viertel. Sehr gut, das sind 25%. Vielleicht wird es ein bisschen mehr. Ich drücke die Daumen. Alles Gute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wahl 13, jeden Montag, 20.15 Uhr. Bis dann und tschüss.